Tag zusammen, willkommen zurück im herbstlichen Ruhrkirchen mit unserem ersten Block unseres Kohlekraftwerks, das uns jetzt, was die Bilanz angeht, ins Positive bewegt hat. Also wir verdienen jetzt gerade Geld. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Aber wir sehen hier auf der linken Seite, unsere Müllkippe ist voll und auch dieses kleine Kohlekraftwerk reicht mittlerweile nicht mehr aus, um unsere Stromversorgung sicherzustellen in der Stadt. Deswegen will ich einen zweiten Block installieren. Wir müssen die Müllhalde hier und die Mülldeponie vergrößern. Wir sehen das, wir sind jetzt schon fast am Maximum. Wir können mal gucken, haben wir hier bei dem Budget eigentlich alles? Dienstleistung, Müll. Ist auf 100%. Also wir müssen hier erweitern. Ich möchte hier noch einen zweiten Kraftwerksblock ergänzen. Wir brauchen eigentlich auch noch irgendwann eine Perspektive, wie wir die Zugverbindung hier runterführen, wie wir die Kohle überhaupt ans Kohlekraftwerk bringen können. Denn die Frage ist ja, wo kommt die Kohle her? Wir können natürlich auch, das fände ich auch eine ganz gute Idee, so läuft das ja normalerweise, dass man hier noch einen Anleger hat für ein Kohleschiff, denn so wird es häufig gemacht. Das ist ein weiterer Grund, warum die Kohlekraftwerke hier an den Flüssen sind. Einmal natürlich zum Kühlen des Dampfkreislaufes, aber auch um die Versorgung mit Kohle sicherzustellen. Vielleicht machen wir sogar das, da wir ja die Eisenbahnverbindung nicht haben, und da deuten wir es zumindest mal an. Dazu müssen wir jetzt ein bisschen umbauen. Die Straße hier, die kommt weg. Das kleine Auto ist jetzt leider verloren. Und wir machen weiter Geld, das ist auch gut so. Und werden jetzt hier erstmal das Gelände nochmal einebnen. Können wir gucken, wie wir dann hier vielleicht noch einen kleinen Fähranleger, ist Quatsch, oder einen Schiffsanleger bauen. Aber erstmal hier diese Erdmassen bewegen. Das wird einiges an Platz bedürfen, befürchte ich. So, wir können hier diese Straße, die Graustraße, die reißen wir auch ab. Und dann in das Gebäude wollen wir nicht abreißen, aber ich möchte hier den Bezirk erweitern, dass wir hier deutlich näher an die Marktstraße herankommen. Können wir sogar noch einen weiteren Knoten hier ergänzen. Das klappt ja wirklich gut. So, da haben wir jetzt hier, denke ich, ausreichend Fläche. Wir prüfen mal 561 Tonnen. Prima. Das zweite Kohlekraftwerk. Wir führen die Straße hier weiter. Na, da fehlt uns noch ein bisschen an ebener Fläche. Wir müssen hier noch mal ein bisschen mehr Platz schaffen. So, dann gucken wir mal, wie groß ist denn jetzt das zweite Kohlekraftwerk. Wenn wir das jetzt hier platzieren, das passt ganz gut dran. Verbindung ist ja von unten, das ist aber nicht so problematisch. So. Zweiter Block. Straße rum, wunderbar. Verbindung, Hochspannung. Hier an den Hochspannungsmast. Perfekt, jetzt schauen wir mal, wie das dann hier funktioniert. Wir sind 3 Megawatt über dem Soll. Jetzt können wir eine Sache noch ändern. Wir hatten ja hier die Produktion hochgesetzt bei Strom auf 150. Da können wir wieder auf 100 gehen. Es müsste jetzt eigentlich aufgehen. Jetzt jedes Kraftwerk macht ja 20 Megawatt. Das müsste jetzt langsam hochgehen. Ja, aber wir sehen, ne, direkt Stopp, wir haben ein Problem bei der Wasserversorgung. Gehen wir mal auf 78%. Wir schauen,
Müsste eigentlich noch ausreichend Kapazität haben. Ja, hier haben wir wieder ein bisschen Puffer. Prima. So, das ist sehr gut. Ich möchte mich in dieser Folge auch um das Industriegebiet kümmern. Das ist so ein bisschen sehr schematisch. Da fehlt noch so ein bisschen Detailarbeit. So, wir brauchen ein Kohlelager. Und das kann man jetzt ein bisschen simulieren, will ich es mal nennen, mit den Oberflächenwerkzeugen. Beziehungsweise hier haben wir ja diese Oberflächen. Dann nehmen wir hier diese dunkelsten aller Pflaster, das zumindest mal so ein bisschen aussieht wie so ein Kohlehaufen. Dann wird die Kohle erstmal aufgeschüttet. Also was machen wir? Wir werden hier das Terrain angleichen, dass das hier auf der gleichen Höhe ist wie unser Kraftwerk bis an den Rand. Sehr gut. Gucken wir mal ganz kurz nach dem Geld. 8.700 die Stunde. Prima. Leider gibt es keine... Also haben wir leider keine Möglichkeit mit Straßen hier. Das ist eine Schallschutzmauer. Ich würde jetzt ganz gerne noch so eine Keimauer platzieren, aber das geht leider nicht. Was wir machen können, ist, wir könnten hier mit so einer Gasse arbeiten, um diesen Anleger noch mal zu simulieren. Gucken wir mal hier, der Fluss ist ja breit genug. Wenn der quasi, ja, der Anleger müsste aber hier vorne hin, wo auch die wo die Kohlehalde ist. Das können wir, glaube ich, ganz gut simulieren. Also wir werden hier und dann werden wir von hier aus auch aus der Tiefe kommen, damit auch hier die Schiffe anlegen können. So. Wunderbar, das gefällt mir wirklich ganz gut. Dann werden wir hier mit der Gasse arbeiten, so nah wie möglich ran an die Keimauer. Das ist gut. Halt, ich möchte hier nochmal so nah wie möglich hier ran. Straße hilft uns jetzt dabei. Wir werden das dann hier mal einfassen. Gut, so jetzt diese Oberfläche. Wir nehmen hier das dunkelste Pflaster, was es gibt. Das werden wir dann hier direkt platzieren. So, das wird jetzt unser Kohlelager. Das sieht natürlich ein bisschen generisch aus. Das ist dem der Spielmechanik geschuldet. Wir werden hier uns immer etwas an der Höhe gönnen und dann hiermit arbeiten, um hier nochmal ein bisschen Höhe zu simulieren. Das hier auch ein großer Kohlehaufen ist. So, wir müssen hier nochmal die Bäume fällen, dass sie hier natürlich nicht wachsen. Die haben hier nichts verloren. Natur wollen wir an dieser Stelle nicht. So, wir führen hier diese Straße entlang und haben jetzt hier, naja, so richtig toll sieht das jetzt ja nicht aus, aber ich glaube, da ist nicht mehr möglich. Frage ist, ob wir hier noch mal, damit das hier vielleicht noch mal so wie so ein Anleger aussieht, wir haben hier noch diese Bahnen. Wenn ich jetzt hier noch mal eine Brücke setze, das ist zu hoch, keine 20 Meter, sondern mal auf 5 Meter Höhe.
So, wenn wir hier, ich will quasi mit diesem Fußweg simulieren, dass wir, gucken, was hinkriegen, quasi eine Art Fähranleger. Gucken, dass wir den hier einigermaßen. Gerade kriegen. So. Überlappende Objekte. Teste ich jetzt mal, ob wir das hier nicht. Wahrscheinlich ist die Brücke auf der Seite nicht hoch genug. Wir müssen nämlich hier mit 8 Metern anfangen oder 7,50 Meter. Das sieht gut aus. Das ist gut. Ja, das gefällt mir wirklich gut. Und dann gehen wir von hier aus. Sind hier bei 0 Metern. Und haben dann hier so eine quasi Art Förderband, was dann die Schiffe entlädt. Ja, das glaube ich gar nicht so verkehrt. Ja, dann können die da anlegen. Ja, das ist das. Also ich denke, im Rahmen der Möglichkeiten der Spielmechanik geht das ganz gut so. Die Frage ist, ob wir hier noch eine Erhöhung wollen, quasi als Flutschutz, aber wir sind glaube ich dann schon deutlich über der Hochwassergrenze, will ich mal sagen. Das sind ja hier 5, 6, 7 Meter. Das sollte reichen, glaube ich. Wir können aber vielleicht noch mal ein bisschen hier noch mal ein bisschen die Flussküstenlinie sozusagen etwas glätten. Da können die Schiffe nämlich dann auch entsprechend ranfahren und vielleicht machen wir hier auch, das war falsch, ich wollte diese Höhe und dann hier wirklich ganz nah ran. Aber jetzt die Frage, ist das so sinnvoll? Da fallen uns ja hier die Autos runter. Nee, das ist nicht so gut. Wir werden, glaube ich, was anderes. Wir werden hier etwas schmaler. Und ich werde hier noch eine Art Keimmauer definieren. Also kleiner. Wir brauchen zwei Ebenen höher. Müssen wir mal gucken, ob wir die finden. Nehmen wir ruhig die Höhe hier. Und da oben drauf sitzt da noch ein Fußweg. Das müsste ja eigentlich gehen. Gucken wir, dass wir den hier gerade ziehen. Hier unten dran und dann kommen wir von hier aus. Moment, wie ist er hier? Wir brauchen hier die Höhenlinie, sonst sehen wir nichts. Sehr gut, da haben wir nämlich jetzt hier noch einen Fußweg und dann können wir nämlich den auch als Begrenzung nutzen, um hier nochmal ein bisschen diese Mauer etwas näher an die Straße da heranzuführen. Das ist quasi unsere Grenze. Und hier das Gleiche. Jawohl, sehr schön, das gefällt mir wirklich gut, das hat gut geklappt im Rahmen dieser Möglichkeiten, die wir ja bei Vanilla haben. Gucken wir uns kurz hier, ach genau, da haben wir ein echtes Problem, wir sind jetzt schon wieder bei 500 Tonnen.
Und das nimmt auch. Tja, müssen wir mal gucken, was haben wir noch? Müllwagendepot, das bringt uns nichts. Und die Sondermüllsammelstelle. Was haben wir hier noch? Verbrennungsanlage, 1 Million, das ist dann aber sehr weit von weg. Auch die, das heißt, Recyclingzentrum geht nicht und die Industriemüllverwertungsanlage haben wir auch nicht im Griff. Tja. Tja, was machen wir denn da? Das ist nicht so einfach. Können hier den Zipfel noch mal entfernen. Dann müssen wir von hier drüben kommen und hier noch mal noch mehr Platz schaffen. Denn es kommt mehr Müll rein, als das Müll verbraucht wird, wie wir sehen. Naja, wir beobachten das noch mal. Wir beobachten das mal. So, wir können hier so ein kleines bisschen dieses Gelände hier etwas glätten. Und hier möchte ich einen Parkplatz hinsetzen. Warum wir sie dort quasi für die Beschäftigten unseres Kraftwerks. So, Parkgebühr. 1 Euro ist das Kleinste, was geht. Können wir vielleicht dann mal ein paar Bäume pflanzen? Vor allem soll ich mal ein kleines bisschen glätten. So, hier entlang des Kraftwerks machen wir nichts. Wir können vielleicht hier vorne noch mal ein paar Bäume setzen. Was haben wir hier? Pappeln, Kastanie, Apfelbaum, Erle, Birken. So, auf der Seite machen wir keine, weil ja hier die Stromleitungen sind. Da werden wir keine Birken setzen. Wir können hier noch mal ein paar Bäume setzen, die so ein bisschen Schatten werfen, dann für die Autos, die hier parken. Erle platzieren. Ja. Gut, vielleicht, ich denke doch, das ist realistisch, noch mal ein kleines Geschäft irgendwo, quasi eine Art Supermarkt. Und eigentlich auch ein Bürogebäude bräuchten wir auch noch mal so als Verwaltungszentrale. Vielleicht machen wir das hier vorne, indem wir hier dann noch mal ein bisschen was verschieben. Und dann, wir haben gerade keinen Bedarf an Bürogebäuden, das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Also die können wir hier auch unterhalb der Hochspannungsmasten platzieren. Das ist kein Problem. Und dann setzen wir hier noch mal ein bisschen Gewerbe. Was ich dann hier ansiedeln kann. Und dann werden wir hier nochmal, dass wir das Gelände so weit es geht, nochmal ein bisschen einebnen. Gut, wir beobachten hier unsere Mülldeponie. Die ist fast am Anschlag. Aber wir machen gut Geld. Also da sind wir bei 10.000 Einwohnern. Die Grenze haben wir jetzt auch überschritten. 12.000 die Stunde. Prima. Gut, jetzt geht es hier an die Industrie. Also, das Gebiet ist groß. Wir müssen dann tatsächlich mal erweitern. Wir haben wieder industriellen Bedarf. Das heißt also, wir müssen hier das Gelände erstmal, wie so oft,
noch ein bisschen glätten, damit wir hier zuerst mit der Straße einmal entlang kommen. Die ziehen wir hier von hier aus so quer rüber bis zu der Hauptstraße. Ein Kreisverkehr. Und dann wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir hier noch einmal durchkämen. Ich denke, das ist auch ganz sinnvoll. Da muss die Industrie einmal weichen, leider. So, hier vorne haben wir auch noch eine Fläche, die können wir auch noch sinnvoll nutzen. Da würde ich mit einer geraden Straße arbeiten, um hier Parkplätze hinzusetzen. So, dann brauchen wir hier noch die Verbindung. Also Parkplätze, mittlerer Parkplatz, großer Parkplatz, der passt hier wunderbar hin. Am Ende der Straße ein Kreisverkehr, das Spielchen kennen wir. Ein überdachter, ja, die ist ein bisschen klein. Also auch diese Parkplätze, die sind quasi finanziert von den Industrieunternehmen. Oh, hier ist auch nicht Verkehr auf unserer Marxstraße. Gucken, dass sich das jetzt hier füllt. Wir können auf der gegenüberliegenden Seite nochmal ein paar Geschäfte definieren. Die kommen ja auch sofort. Der Bedarf ist groß. Bürobedarf haben wir gerade keinen. Aber Industriebedarf, den kriegen wir gedeckt. Dann wollen wir dem Bedarf auch gerne nachkommen. Hier lassen wir mal ein bisschen Platz, dass die Graustraße jedenfalls weitergeführt werden kann. So, hier neben. Ja, ich glaube, da macht es wahrscheinlich Sinn, wenn wir hier noch mal ein paar Bäume pflanzen. Das sollte ja vielleicht ganz gut passen. Wir bleiben bei den Birken. So, jetzt war gerade eben hier das Symbol. Wir müssen auch unsere Anlage voll. Ja, was machen wir da jetzt? Wir gucken mal, was kostet denn eine neue? 70.000 leisten können wir uns die. Das Kohlekraftwerk wird doch schon nicht bedient, wie wir hier sehen. So, müssen wir mal wirklich kurz im Pausemodus überlegen, wie wir da jetzt weitermachen. Also wir sind drüber. Das Entleeren beginnen wollen wir nicht. So, die Verschmutzung reduzieren interessiert uns nicht. In diesem Zustand sind wir noch nicht. So, Verarbeitungskapazität. Ja, wir brauchen eine neue Mülldeponie. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich gucke jetzt noch mal eben kurz. Also Verbrennungsanlage. Die könnten wir halt beide freischalten, hatten wir gesagt. Aber die kostet 1 Million, können wir uns nicht leisten. Das Recyclingzentrum auch nicht.
und Industriemüllverwertungsanlage schon dreimal nicht. So, die produziert sogar Strom. Die Verbrennungsanlage ist eigentlich ganz interessant. Gleiches Prinzip wie beim Kohlekraftwerk. Was die Stromerzeugung angeht, aber aus der Verbrennungshitze wird dann ein Dampfkreislauf angetrieben. Der heiße Wasserdampf treibt dann wieder die Turbine an. Darauf müssten wir eigentlich sparen. Aber da kommen wir so bald nicht hin. Die 70.000 haben wir. Und ich glaube, die müssen wir uns auch erstmal einmal leisten, bis wir eine Lösung haben. So, jetzt sind wir hier innerhalb der Stadtgrenzen. Ich dachte, ich bleibe erstmal im Pausemodus. Ich gucke nochmal hier. Unzufriedenheit, das Postwesen. Ja, das ist was für die nächste Folge. Ich will aber auch nicht die Mülldeponie hier direkt an unsere Landwirtschaft packen. Die verseucht nämlich dann unser landwirtschaftliches Gebiet. Ich glaube, wir kommen nicht aus der Nummer raus. Wir müssen. Ich könnte die Fläche noch minimal vergrößern. Das schafft uns quasi nur Luft für eine Woche. Gucken nochmal. Müllversorgung klappt aber soweit eigentlich ganz gut. Ja, wir müssen, glaube ich, hier nacharbeiten. Aber das gucke ich mir nochmal in Ruhe an, weil ich jetzt da nochmal bei der Spielmechanik etwas prüfen möchte. Und wir werden den Blick, bevor wir jetzt hier stoppen, gucke ich nochmal einmal, ob hier sonst noch was zu tun ist. Ne, wir müssen erst das Müllproblem lösen. Das, wie gesagt, aber in der nächsten Folge, das muss ich mir aber einmal in Ruhe angucken, welche Optionen wir da haben. Mit dem Blick aber auf unsere beiden Kraftwerksblöcke, die wir jetzt installiert haben, und unserem Kohlelager, was wir jetzt hier mit den Möglichkeiten der Vanilla-Version von Cities Skyline 2 haben, beende ich diese Folge fürs Erste. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.